Erich von Däniken erzählt Ihnen heute von steingewordenen Albträumen. Einer Parade der Menschenfresser. Dolmen in Südamerika. Einem Tempel ohne Geschichte. Einem Bilderrätsel in Stein. Volldampfrobotern. Im Jahre 1778 berichtete der spanische Mönch Juan de Santos über geheimnisvolle Statuen, die er im Wald von San Agustin gesehen habe. Dieses San Agustin liegt rund 500 Kilometer von Bogotá, der Hauptstadt des heutigen Kolumbien, entfernt. Das Indianerdörfchen wäre ohne diese seltsamen Statuen auf keiner Landkarte markiert. Das unscheinbare Nest liegt nur wenige Kilometer vom Magdalenenstrom, das ist der Hauptstrom Kolumbiens, entfernt. Doch Mitte des letzten Jahrhunderts kam der italienische General Godassi in den Urwald von San Agustin. Er skizzierte einige Statuen und versuchte daraus schlau zu werden. Er wurde es nicht. Zu Beginn unseres Jahrhunderts reiste sogar der Heidelberger Professor Karl Stöppel ins Hochland von Kolumbien und fertigte als erster einige Gipsabdrücke an. Auch entdeckte Stöppel unterirdische Gänge, welche die Tempel untereinander verbanden. Heute hingegen ist nichts mehr von unterirdischen Gängen bekannt. Schließlich, es war im Jahre 1912, erreichte der Ethnologe Konrad Preuß San Agustin. Er vermaß die Statuen und öffnete mehrere Gruften, von denen er annahm, es müssten Gräber sein. Zu seiner eigenen Verblüffung entdeckte er nicht die geringste Spur irgendeines Skeletts. Preuß meinte resigniert, die Skelette müssten wohl vollständig zu Staub zerfallen sein. Die roboterhaften Statuen auf der Osterinsel im pazifischen Raum mit ihren einfältigen, sturen Blicken sind geradezu ein langweiliges Panoptikum verglichen mit dem Ideenreichtum von San Agustin. Bis heute hat man dort oben 328 Monumente registriert. Und jedes ist anders als die anderen. San Agustin bietet sich als dämonische Götzenparade. Das Einzige, was die Skulpturen in vielen Fällen gemeinsam haben, sind ihre über die Lippen herausragenden Dracula-Zähne. Auch findet man immer wieder Skulpturen, die am ehesten an Menschenfresser erinnern. Die grausigen Gestalten halten nämlich mit beiden Händen Kleinkinder vor der Brust, die Köpfe nach unten, als ob sie die armen Winzlinge gleich zwischen den Hauern zermalmen würden. Und dann wieder tauchen roboterhafte Gestalten ins Blickfeld mit einer Art Kopfhörern über den Ohren. Ihre Kulleraugen blicken ins Leere. In den Händen tragen sie entweder ein Messer oder meinetwegen einen Schreibgriffel. Die widerlichen Eckzähne scheinen in San Agustin irgendeinem Vorbild nachempfunden worden zu sein. Und dann, dieser 4 Meter hohe Mensch, wenn es einer war, ein Standbild, man nennt's heute Bischof. Das menschliche Gesicht mit seinen traurigen Augen mag zwar Respekt einflößen, doch auch nach längerem Grübeln ist mir unerfindlich geblieben, was an diesem Steinmonster hier bischöflich sein könnte. Auch der Bischof wirkt in den Händen ein Kleinkind, dessen Kopf und Hände ebenfalls nach unten baumeln. Überhaupt nicht bischöflich. Und 10 Meter hinter dem Würdenträger guckt ein dreieckiger Schädel aus dem Gras. Riesenaugen, Riesennase, Riesenmaul und Rieseneckzähne runden das unsympathische Bild ab. Wenige Meter dahinter lauert ein adlerähnlicher Vogel. Er schmatzt an einer Schlange, die sich artig um den vollgefressenen Bauch ringelt. Ja, und unweit dieses Adlerstandbildes liegt ein ansehnlicher Grabhügel von über 30 Monolithen. Im Zentrum ein Dolmen, wie er auch in Frankreich in der Bretagne stehen könnte. Zwei Figuren und zwei Menhire tragen die Steinplatte des Daches. Die beiden Grabwächter haben Keulen oder Beile in den Händen. Sie sind behelmt und über ihren Köpfen schweben Gesichter, die aus den Wolken zu kommen scheinen. Es gibt in San Agustin mehrere dieser massiven Dolmen. Sie bestehen aus Granit. Man weiß übrigens nicht, woher der Granit kommt, denn in der Umgebung von San Agustin gibt es keinen Granit.
Zugegebenermaßen sind nicht alle Statuen und Gesteinsplatten aus Granit. Es gibt auch solche aus Vulkangestein und solche aus Sandstein. Oft übrigens liegen unter den Dolmen Sarkophage aus einem einzigen Felsblock. Sie sehen aus wie überdimensionierte Badewannen. Manchmal liegen sogar Steinfiguren in diesen Badewannen, welche die Leichname der Herrscher symbolisieren sollen. Bloß, dies ist nichts weiter als eine Annahme. Denn ursprünglich waren die steinernen Wannen nämlich leer. Die ältesten Figuren von San Agustin werden inzwischen auf 800 vor Christus zurückdatiert. Auf dem Scheitel eines künstlich planierten Hügels stehen zwei Gestalten. Man nennt sie El Doble Yo, das heißt das doppelte Ich. Eine dieser Gestalten hat beide Arme angewinkelt und die Hände vor der Brust verschränkt. Aus grimmigem Gesicht fletschen vier bösartige Eckzähne unter breiter Nase. Und aus den tiefen Augenhöhlen starren stechende Blicke weit hinunter ins Tal. Der Kopf wird von einem engen Helm umschlossen. Wie ein Rucksack trägt eine zweite Figur über dem ersten Scheusal. Die Archäologen erkennen darin einen Jaguar. Trotz meiner Fantasie habe ich größte Mühe, diesen Jaguar zu entdecken. Schließlich gibt es hier oben sogar abstrakt modellierte Figuren mit Schlitzaugen und natürlich den obligaten Dracula-Zähnen. Die Steinmetzen, die hier meißelten, verstanden eine Menge von darstellender Kunst. Sie beherrschten ihr Handwerk perfekt. Überall in San Agustin erkennt man es. Sie markierten feine Unterschiede zwischen Menschen und menschenähnlichen Wesen, eben zwischen uns und denen mit den monströsen Dracula-Zähnen. Es ist allgemein bekannt, dass sich Naturvölker für ihre rituellen Tänze in das Fell von Tieren hüllten. Sie glaubten, damit die Kraft und die Eigenschaften des betreffenden Tieres zu übernehmen. Liegt in dieser psychologischen Brücke das Rätsel für die unverstandenen Figuren von San Agustin? Bloß gibt es in San Agustin keine Skulpturen, die Tierfelle tragen. Sie haben nicht mal Tiermasken. Dafür sehr oft Helme. Die verwirrende Ornamentik zeigt verschiedene Gesichter. Bei den Gestalten des doppelten Ich kann man sogar drei Gesichter ausmachen, wenn man will. Da keine Patentlösungen für die skurrilen Figuren vorliegen, will ich zwei, drei Vorschläge anbringen. Vielleicht meinten die Steinmetzen mit ihren mehrfachen Figuren, erst aus der Einheit von zwei Wesen würde ein drittes entstehen. Oder sie verbargen in ihrer Skulptur eine Mahnung. Mensch, sei wachsam. Blick hinter dich. Achte auf das, was da hinten geschieht. Oder, dritter Vorschlag, sie beobachteten einst fremde Wesen, die ihnen furchteinflößend vorkamen. Und diese Wesen trugen eine Art von Rucksack auf dem Rücken. Der Rest wäre dann Überlieferung und wie üblich missverstandene Technologie. Alles schon da gewesen. San Agustin hat noch eine andere Kuriosität zu bieten. Es ist die sogenannte Quelle der Fußwaschung. Was soll das sein? Auf etwa 300 Quadratmetern Fläche trägt der abgeflachte, bräunliche Felsen ein kompliziertes Netz von Kanälen unterschiedlicher Breite. Da gibt es schmale Rinnen und Vertiefungen, die sich wie Schlangen durchs Gestein ringeln. Dann kleinere und größere Becken, Rechtecke und dazwischen sogar Rondelle. Und zwischen den vier Hauptbecken zählte ich über 30 eigenartige Gravuren und Rinnsale. Die Kanäle sind labyrinthisch. Es fließt, es tropft von einem Kanal in den anderen, ein wirres Spiel von fließendem Wasser. Was sollte gemeint sein? Die Fachleute sprechen von einer heiligen Quelle der Fußwaschung. Andere sehen einen Opferstein, wobei das Blut durch die verschiedenen Rillen von kleineren in größere Becken geflossen sei. Gut möglich, dass alle Erklärungsversuche in die Leere gehen. Vielleicht war das labyrinthische Gewirr von Rinnsalen und Becken in unterschiedlicher Höhe einst eine Metallreinigungsanlage. Flüssig heißes Metall floss von Becken zu Becken. Die schweren Teile sanken auf den Grund, die leichteren wurden weiter transportiert. Unreine Teile und Schlaken blieben in den Rondellen und Schlangenlinien hängen.
eine Art von steinzeitlicher Metallwaschanlage. Ich kann nicht beurteilen, ob mein Vorschlag vernünftig sei. Nur weiß ich, dass alle bisherigen Vorschläge nicht viel besser sind. Wir leben ohnehin in einer Zeit, in der die Menschen zu einer Einheitssoße verrührt werden. Spekulationen über das Mögliche, über das Denkbare werden abgewürgt. Man tut dauernd so, als ob die Lehrmeinungen von sicherlich vernünftigen Leuten der Weisheit letzter Schluss sei. Und die wenigsten von uns merken, dass es sich lediglich um eine andere Ansicht, um eine andere Meinung handelt, die genauso wenig bewiesen ist wie die Meinung eines Kontrahenten. Das Castillo dieses Schlosses, von Gängen durchzogen. Und wenige Meter hinter der dicken Mauer steht mitten auf einer dieser unterirdischen Kreuzungen eine merkwürdige Stele. Man nennt sie El Lanzón, das heißt die Lanze. Diese Lanze ist über 3 Meter hoch, aber nur 50 Zentimeter breit. Wie gelangte die steinerne Nadel in den Tempel? Sie ließ sich weder in der horizontalen noch in der vertikalen um die zahlreichen Ecken buxieren. Die Gänge sind nämlich nur 60 cm breit. Offensichtlich haben die Architekten von Chavín de Huanta von allem Anfang an eine Deckenöffnung gedacht, die offen gelassen, und durch die Öffnung hat man dann El Lanzón, diese Lanze, da hinuntergelassen. Eingeritzt auf diese Lanze, auf das steinerne Monument, ist ein höchst seltsames Wesen mit angsteinflößenden Eckzähnen. Die Skulpturen von San Agustín in Kolumbien mit ihren Eckzähnen lassen grüßen. Das Wesen zeigt starr nach oben gerichtete Augen. Über dem Haupt sind Verzierungen eingeritzt, die kein Mensch versteht. Und die Gänge im Innern von Chavín de Huanta waren ursprünglich mit Steinplatten tapeziert. Und auf alle diesen Platten fand man ziselierte Reliefs, so flach, so sauber, als ob ein moderner Zahnarzt mit dem Turbinenbohrer seinem Hobby nachgegangen sei. Heute sind fast alle diese Platten abgeschlagen worden. Man hat sie verkauft, vereinzelt steht noch eine Platte in den Gängen oder man trifft sie meinetwegen in einem Museum. Daher kennt man die menschenähnlichen Wesen mit den ausgebreiteten Flügeln, die einst die Platten zierten. Sie erinnern augenblicklich an missverstandene Technologien. Dann wieder gibt es tierähnliche Figuren, die wiederum sehen aus wie Kreuzungen zwischen Drachen und Maschinen. Andere Monster erinnern mit heutigem Blick an die technischen Zeichnungen von Straßenbauapparaturen. Und dann sind da noch die Köpfe. Ursprünglich steckten sie sowohl in den Außenmauern wie auch in den Räumen des Hauptbaus. Heute sind nur noch wenige am Originalstandort anzutreffen. Auch die Köpfe wurden verscherbelt. Das wenige, was zu sehen ist, zeugt von unterschiedlichem Charakter. Mal haben die Gesichter breite Nasen und Wulstlippen. Mal klafft unter den Nasen ein rechteckiges Tiermaul, aus dem wiederum Dracula-Zähne blecken. Oder dann zeigen die Köpfe überhaupt keine Gesichter. Manche der Köpfe sind mit technischen Zutaten wie Helmen, Ohrenschützen, Mundfiltern und brillengleichen Augenvorsätzen versehen. Von 2 Ausnahmen abgesehen, zeigen die Gesichter einen unfreundlichen, ja fremdartigen, distanzierten Ausdruck. Der ganze Kunststil von Chavín de Huanta wirkt abstrakt. Obschon die Reliefs in ihrer handwerklichen Kunst meisterhaft eingeritzt sind, wissen wir nicht, was sie eigentlich darstellen. Man erkennt eine regelrechte Verworrenheit und Spitzfindigkeit von Linien. Köpfen, Klauen, Flügeln oder meinetwegen sogar Raupen eines Raupenfahrzeuges. Ist schon die Anlage von Chavín de Huanta unerklärlich, so sind die Reliefs erst recht. Und auf einer der Terrassen vor dem Hauptgebäude fand ein Mitarbeiter des peruanischen Archäologen Julius Tello einen Obelisken. Der steht heute im Archäologischen Museum von Lima. Die eingeritzte Ornamentik mit ihrem verwirrenden Bilderspiel konnte nicht dechiffriert werden. Na, und weil man nichts Genaues weiß, wird wie üblich die Kultarie angestimmt. Verschwommen redet man von einem Jaguarkult, einem Raubvogelkult, einem Schlangenkult, ja, sogar von einem Kult der Zähne, habe ich etwas gehört. Der
Der Obelisk ist auf allen vier Seiten mit Reliefs bepflastert. Ein einziges Verwirrspiel von kunterbunten Zeichnungen, Köpfen, Händen, Füßen, Fingern, sogar einzelnen Fingernägeln. Dann sieht man wieder Zähne. Unsere Spezialisten in den geheimen Nachrichtendiensten, die knacken ja jeden Code. Vielleicht sollte sich mal einer hinter die Dechiffrierung des Tello-Obelisken machen. Ja, und ebenfalls in Chavín de Huántar fand der Archäologe Antonio Raimondi eine Stele, die heute als Prunkstück im Nationalmuseum von Lima steht. Man nennt sie die Raimondi-Stele. Sie ist aus dunklem Diorit gearbeitet, 1,75 hoch, 73 cm breit und 17 cm dick. Jeder Archäologe, den ich befragte oder dessen Bücher ich konsultierte, gibt eine andere Erklärung zur Darstellung auf diesem Ding da. Insgesamt kenne ich 26 verschiedene Ansichten. Mit neuen Augen allerdings sah es der Deutsche Wolfgang Volkroth, ein Doktor der Ingenieurkunst. In seinem Buch »Es war ganz anders« rekonstruierte Dr. Volkroth die Raimondi-Stele mit dem Wissen des heutigen Ingenieurs. Das Resultat ist umwerfend und zumindest sinnvoller als die bisherigen, recht hilflosen Deutungsversuche. Dr. Volkroth erkennt nichts da von seltsamen Jaguarköpfen oder Zeptern oder Schlangen und ähnlichen Dingen, sondern er sieht eine Kesselanlage, in der Dampf produziert wurde. Der Dampf wiederum bewegte 8 schwenkbare Hegel und die dazugehörigen Drehkolben. Heute würde man von einer 6-Zylinder-Zweitaktmaschine reden. Der zentrale Dampfkessel speiste 4 separate Zylindersysteme, die für alle möglichen Schwerarbeiten eingesetzt werden konnten. Die Raimondi-Stele von Chavín de Huántar zeigt also einen technischen Aufbau, und zwar einer raffiniert durchdachten Maschine. Dieses Monstrum konnte übrigens die Arme bewegen, es konnte selbst laufen. Nach Wunsch konnten die Erbauer das Gebilde sogar als Wächter einsetzen. Nachdem die Raimondi-Stele als Maschine zumindest sehr möglich ist, wird man auch einige andere Monster von Chavín de Huántar technisch interpretieren können. Die Frage hinter allem bleibt bloß, woher stammt eigentlich die Technologie? Woher kommt denn das Wissen? Auch technische Gebilde entstehen nicht so mir nichts, dir nichts. Man muss sie zuerst mal erfinden, man muss pröbeln, man muss Pläne zeichnen und Versuchsanordnungen durchführen. Auch die Technik hat ihre Evolution. Im alten Indien, da wimmelt es von Flugmaschinen unterschiedlicher Art. Und dort ist tatsächlich überliefert, die Technik dafür, die stamme von den Lehrmeistern, von jenen Allmächtigen, die einst aus dem Weltraum kamen und die junge Menschheit unterwiesen.